Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie angekündigt im letzten Video gibt es heute den nächsten Seven Nights. Nämlich den Oma Doppelapfel. Warum stellt er nicht scharf? Ja, da, wenn man auf Alex Fresse macht, dann stellt er scharf. Nee, es gibt den Sweet Lemonade. Boah, Alex, warum wirst du denn ganz scharf? Endlich mal scharf, der Alex. So, Sweet Lemonade. Drin sein soll Limette, Pfirsich, Passionsfrucht und Zitrone. Ja, richtig. 14,90 € ready to smoke. 200 Gramm. Schnitt ist oben eingeblendet. Schnitt ist, ein paar Äste sind drin. Mittlerer Schnitt. Sehr gut zum Köpfe bauen. Nicht eingefärbt. 7 Days üblich. 7 Nights. Entschuldigung. Entschuldigung. Mann, Alex. Ist ja einmal wieder dabei. Ja. Ja, was sagst du zum Geruch? Der Geruch, der Geruch ist wirklich intensiv, finde ich. Also, wo ich das erste Mal dran gerochen habe, dachte ich, das wären wirklich so diese Füllung von den orangenen zwei Bonbons. Und der Geruch ist wirklich einsame Spitze. Durch die Passionsfrucht, die ist wirklich ganz gut getroffen. Und auch der Pfirsich da drin. Und diese Limetten-Zitronennote gibt dem so was Spritziges halt. So säuerlich spritzig. Ja, genau. Also halt, wer den Paso Double on Ice von Seven Nights gemocht hat, ich habe den geliebt und liebe den immer noch. Und da wird auf jeden Fall was für euch sein. Denn die Passionsfruchtnote hier drin, die ist 1:1 die gleiche. Und halt jetzt nur ein bisschen verfeinert ohne Eis und dafür mit ein paar anderen Früchten dabei. Und ja, wir rauchen das Ganze hier im 9-80-80 mit MRG Razor 2 Black Kokos drin und im Vollkontakt. Und der ist wirklich sehr, sehr leicht zu rauchen. Also ist kein drückender Rauch, sondern der Rauch ist sehr, sehr angenehm, drückt nicht, kratzt nicht. Er ist wirklich schön für den Sommer, so ein leichter Tabak. Wirklich nichts Bedrückendes, der geht sehr schön weg, aber ihr habt trotzdem noch den Geschmack lang auf der Zunge. Wobei ich sagen muss, da bleibt diese Passionsfrucht. Ja, also die anderen Aromen verschwinden, finde ich. Also man hat nur noch diesen Passionsfrucht Geschmack im Mund und diese anderen Noten schmeckt man halt nur, wenn man den Rauch im Mund hat. Genau, also ich würde sagen, wenn ihr den jetzt raucht, habt ihr wirklich als Hauptbestandteil beim Ziehen den Passionsfrucht. Abgerundet als nächstes würde ich halt echt schon den diese Limetten. Ja, eher den Pfirsich. Also den Pfirsich schmeckt man gut als Abrundung und durch diese säuerliche ist dann halt Limette, Zitrone. Also schön spritzig. Sehr schön spritzig, ja. Ich finde, da braucht es auch eigentlich gar keine Eisnote noch dazu. Nö, ist eigentlich also, so. Trotzdem sehr, sehr, sehr erfrischend. So. Ja, also ist ein wirklich frischer Tabak und Eis ist immer so eine Sache. Bei vielen ist jetzt Eis drin, in den ganzen neuen Tabaksorten. Ja, wenn es jetzt immer auf den Sommer zugeht, dann hauen die immer die Eissorten natürlich raus. Genau. Aber man kann auch Sachen schaffen ohne Eis, wie es Seven Nights geschafft hat jetzt. Also, und was erfrischt dabei natürlich. Ne? Eben darum geht es ja, dass es wirklich etwas ist, was für den Sommer geeignet ist, für Leute, die nicht drauf stehen, auf diese kühle Note. Rauchentwicklung. Sehr, sehr dichter und sehr viel Rauch. Ja. Kann man nicht meckern, Seven Nights qualmt ja wie Sau. Ihr habt gerade oder letztes Mal im anderen Video ja gesehen, Green Beast. Das geht einfach übelst ab. Und das ist wirklich sehr, sehr schwer, den Tabak zu verbrennen. Und wenn er mal verbrennt, dann schmeckt er nicht verbrannt, sondern ihr habt einfach entweder halt einen Drücken oder einen Kratzen, je nachdem. Genau. Aber ihr habt da wirklich keine Probleme mit, dass der Geschmack verfälscht wird. Auch wenn er am Anfang zu viel Hitze gibt, dann ist ja mancher Tabak, der zickt dann und ist dann nach dem Anrauchen schmeckt er nur noch die Hälfte, aber hier geht auch... Oder ist eigentlich schon tot. So. Ja, also... Aber hier habt ihr dann wirklich den Geschmack sehr lange. Die Intensivität davon ist wirklich wieder sehr spitze. Ich muss sagen, der Geruch ist unfassbar intensiv. Ja. Also der Geruch war wirklich genial. Wir hatten den jetzt gerade hier so 10 Minuten offen stehen und der Raum war... Habt ihr sofort gerochen und der geht wirklich nur ganz, ganz wenig vom Geruch in den Geschmack, verliert an Intensivität. Sehr, sehr gut. Von der Dauer her kann man auf jeden Fall sagen, Seven Nights üblich, der ist sehr, sehr lange zu rauchen. Also 100 Minuten locker. Ja. Also da
könnte auch ruhig mal Kohlen nochmal nachlegen, da wird nicht viel passieren. Mir gefällt das Ganze sehr gut auf jeden Fall, was ja. Jetzt Seven Nights rausgebracht hat. Ja, wenn ihr mehr sehen wollt von Seven Nights, von den neuen Sorten, dann bleibt auf jeden Fall dran und gebt uns ein Abo. Dann seht ihr nämlich bald auch noch den an Alex Fresse. Eisgang. Auch ein sehr klasse Flavor und der wird jetzt die nächsten Tage online kommen. Wir haben jetzt mal so eine Seven Nights Woche gemacht mit drei neuen Flavoren, die wir vor euch vorstellen und testen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, würden wir uns sehr drüber freuen. Lasst mal einen Kommentar da, wie ihr den Seven Nights jetzt so mittlerweile sehr schon lange auf dem Markt findet. Mal so ein bisschen Feedback zu dem Tabak, würde uns sehr interessieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Ciao.